Der größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland ist der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Seit der Wettbewerbsgründung 1973 durch den damaligen Präsidenten Gustav Heinemann und den Stifter Kurt A. Körber wurde schon bei über 100.000 aktiven Mitstreitern das Interesse für Geschichte geweckt und gefördert. Der folgende Beitrag blickt zurück auf die Arbeit einer Schülergruppe des Gymnasiums Alstertal, Wettbewerber aus dem Teilnehmerfeld des Landes Hamburg. Am 27. Juni fand in Hamburg die Ehrung der Landessieger des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten statt. Sven Tetzlaff von der Körber Stiftung ist Projektleiter. Der Geschichtswettbewerb ist ein Forschungswettbewerb für Kinder und Jugendliche unter 21 Jahren, die sich ein eigenes Thema wählen bei dem Wettbewerb und dann ein halbes Jahr lang dazu selber forschen. Herzlich willkommen zur Hamburger Landespreisverleihung des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten 2011. Ärgernis, Aufsehen, Empörung, Skandale in der Geschichte. Heute wollen wir die Ergebnisse dieses Wettbewerbs präsentieren. Wir wollen erfahren, was Jugendliche auf ihren Recherchen erlebt haben. Wir möchten einige der Ergebnisse. Auch der Hamburger Bildungssenator Thies Rabe ist anwesend und grüßt die Landessieger. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt Spaß am Lernen gehabt und eine gewaltige Arbeit geleistet, viel geforscht und euch Hilfe geholt. Und das, finde ich, ist aller Ehren wert. Und deswegen bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen Beteiligten, bei der Körperstiftung, insbesondere bei den Lehrerinnen und Lehrern, bei den Schülerinnen und Schülern. Insgesamt 14 Landessieger gibt es beim diesjährigen Wettbewerb in Hamburg. Diese Schüler repräsentieren eine Gruppe vom Gymnasium Alstertal. Unter der Aufsicht ihrer Lehrerin haben sie sich mit einem historischen Ereignis beschäftigt, das in der eigenen Aula stattgefunden hat. 6 Monate lang haben sich die Schülerinnen und Schüler mit der Lehrerin jeden Freitag nach der Schule zusammengesetzt und gearbeitet. Wir haben die Sechstklässler am Gymnasium Alstertal in Fuhlsbüttel besucht. Der Wettbewerb hat den Kindern gefallen. Mir hat am meisten Spaß gemacht, im Archiv Sachen rauszusuchen und in alten Büchern zu gucken, ob man da was findet. Im Schularchiv fanden sie Informationen zur Explosion einer Rauchbombe in der eigenen Aula während einer Schulversammlung. An diesem Flügel muss es passiert sein. Das ist also noch der alte Flügel, das ist ja 69, so lange ist das nicht hier und so oft kriegt man keine neuen Instrumente gestellt und der ist ja sonst noch in Ordnung. Also hier muss es passiert sein und von hier hat sich, und wie wir eben im Archiv, in dem Mitteilungsbuch gefunden, hat sich ein wabernder gelber Qualm also hier ganz schnell in diesem Raum verteilt. Dann haben wir hier nochmal die... Die Schülerinnen und Schüler zeigen uns das Ergebnis ihrer Recherchen. Haben sie beide nochmal erzählt, wie es dazu kam, was sie davon gedacht haben. Und beteiligte Schüler, also, und halt jeder hat dann einen Bericht. Sie haben sich in die am Geschehen Beteiligten aktiv hineinversetzt. Wir haben verschiedene Rollen übernommen und haben dann in diesen Rollen, diese Rollen auch gespielt. Neben den fiktiven Zeugenaussagen zeigen sie uns ihr eigenes Hörspiel. Liebe Lehrer, liebe Schüler, heute ist nicht nur der letzte Schultag, sondern wir sind noch aus einem ganz besonderen Grund zusammengekommen. Wir wissen alle, dass das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern im Augenblick nicht so gut ist. Ja, genau. Ja, der wird sich gleich erschrecken. Achtung, jetzt geht's los. Was ist das? Was ist das denn? Wo kommt denn der Rauch her? Wo ist die Treppe? Unter dem Flügel kommt immer mehr Rauch raus. Es brennt raus. Klasse, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, super, den Lehrern haben wir es mal wieder gezeigt. Das Ereignis schlug damals hohe Wellen. Für längere Zeit fand keine Versammlung mehr in der Aula statt. Doch die Täter blieben unerkannt, ihr Motiv aber nicht. Also wir haben die halt gezündet in dem Hörbuch, weil wir mehr Rechte haben wollten und die Lehrer haben halt nicht auf uns gehört. Lehrerin Hambrock-Hilken war damals Schülerin am Gymnasium Alstertal. Sie musste ihr Abitur wegen des Vorfalls sogar im Sekretariat abholen. Heute ist sie die Wettbewerbsbeauftragte der Schule. Ich habe schon dreimal am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilgenommen und das ist jetzt meine eigene Klasse und das macht ja noch mehr Spaß. Vorher war das mit Schülern aus anderen Klassen und dann habe ich das den Kindern vorgestellt, das Thema und dass es die Möglichkeit gibt und
die haben sich dann entschieden, damit zu machen. Und dann haben wir uns eben ein halbes Jahr mit diesem Thema beschäftigt und wie man sieht, mit gutem Erfolg. Die Sechstklässler des Gymnasium Alstertal haben noch die Chance auf einen weiteren Preis auf Bundesebene. Das heißt, es gibt eine Bundesjury, die guckt sich nochmal alle Landessiegerbeiträge an und ermittelt dann die 5 ersten Preise, die 15 zweiten Preise und die 30 dritten Preise. Vielleicht werden die jungen Gymnasiasten schon bald dem Bundespräsidenten gegenüberstehen.